Hallo und willkommen zu Lone Star. Wir spielen Train Sim World 2. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal an die Hauptstrecke München-Augsburg. Und dann suchen wir uns einen Zug raus von München nach Augsburg. Szenario brauchen wir nicht. Fahrplan. ICE. Einen klaren Sommertag nehmen wir mal. Und wir fahren. Wir nehmen mal den ICE 704 Berlin Hauptbahnhof tief. Der fährt über Pasing nach Augsburg. Also wir kommen natürlich bei weitem nicht nach Berlin. Aber schauen wir uns mal die Fahrt an. So, was haben wir denn hier? 451,5 Tonnen, 8 Wagen, Länge 199,4 Meter. In 2 Minuten sollen wir losfahren, das heißt, wir können uns noch kurz umschauen. Erstmal, die sollen wir gar nicht so hier reingucken. So, sieht schon besser aus. Dann Sicherungskasten öffnen. SIFA an. PZB an. LZB an. So, hallo erstmal. Wir machen nur die eine Tür auf. Schauen wir mal kurz auf den Bahnhof, auf den Bahnsteig. Ja, also hier draußen sieht es schon ganz nett aus für München. Es ist allerdings ziemlich wenig los, überhaupt kein anderer Zug. Und was immer noch ist, soweit ich das gesehen habe, ich will jetzt gar nicht so weit vor, aber die Bahnhofsuhren. Die stehen, glaube ich, permanent auf 12 Uhr. Oh, jetzt fahren wir schon ein bisschen zu spät los. Oh. Okay, wenigstens ein paar Leute sind hier unterwegs. Hier, die Uhr läuft nicht. 12 Uhr, schade. Aber wird vielleicht irgendwann mal gepatcht. Wenigstens steht der Zug dran. Die warten aber anscheinend alle auf den nächsten. Ja, pünktlich wie die Bundesbahn. Die Grundig-Werbung passt jedenfalls. Wir kommen schon mal zu spät los. Nein, ich will nicht aufgeben. Eieiei, bloß weil man mal kurz sich ein bisschen die Beine vertreten will. So. Na, zum Glück ist hier keiner reingegangen. Gut. Dann. Bremse ist gelöst. AFB brauchen wir noch nicht. Ah, erstmal die Richtung einstellen. Haben wir noch gar nicht gemacht. So. Störung. Störung. Zugbeeinflussung. Linie gesperrt. Linie gesperrt. Gehen wir hier auf die Seite der AFB schon mal. Stellen wir 40 ein. So, wir sind noch im Wechselblinken. Aber das nächste Signal ist grün. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. SIFA. SIFA. SIFA.
Wir werden ein bisschen zu spät im Parsing ankommen. Ja, das sieht schon wirklich sehr gut aus, finde ich. Fängt das sehr gut ein, wie es in München ausschaut. Ist halt auch ein bisschen wenig auf der Brücke los, ne? Also, aber man darf jetzt nicht zu viel verlangen. Aber es wäre ganz nett, wenn noch ein paar Züge unterwegs wären. Dass jetzt hier so ein paar Häuser reinpoppen, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ist eigentlich alles okay. Ich finde es jedenfalls schon toll, was die gemacht haben, wie viele Gleise hier befahrbar sind. So. Jetzt können wir wenigstens mal ein bisschen beschleunigen. Das war jetzt der nächste Bereich. Hier sind jetzt noch ein bisschen Bahnbetriebswerk. Tiefer gedrückt. Ja, wir haben jetzt hier die Anzeige, also die Hilfe, dass in 3,5 Kilometer 60 ist. Ja, da die Anzeige könnte ich mir eigentlich ausmachen, weil man sieht es oben links in der Ecke auch, wo der nächste Halt ist. Was mich natürlich davon nicht abhält, einfach mal durch den Bahnhof durchzufahren. So, hier kommt die Warnung für 60. Der 1000 Hertz ist angegangen. Wenn er zu lang braucht mit dem Bremsen, dann kann man auch ein bisschen die AFB weiter runterschalten. Hier blinkt nochmal grün mit 60. So, wir nähern uns München-Parsing. Ich weiß noch gar nicht, wo der Ausstieg ist.
Ausstieg ist in Fahrtrichtung längs, ne? Dann machen wir mal den Regler auf 0. AFB aus. So, hier haben wir die 60. Ich bestätige mal lieber. So, jetzt hoffe ich, dass ich die richtige Taste finde hier. Sifa. So, das war ganz schön hart gebremst. Eieiei. Und Türen auf. Türen geöffnet. Steigt überhaupt irgendjemand ein und aus? Nö. Naja, dann kann es nicht stören, einfach mal ein bisschen zu lüften. So, Bremse können wir schon mal rausmachen. Wir haben auf jeden Fall schon grün. Dann können wir die Türen schließen. Sehr schön. Ausfahrt steht. Ja. AFB. So. Zug Beeinflussung. Da haben wir uns freigemeldet. Sonst müssen wir, glaube ich, erstmal mit 40 los. Aber wir haben es ja eilig. Sifa. Dann können wir auf 130 beschleunigen. Hier ist auch schön. Die ganzen Gleise noch da drüben. Mit der S-Bahn. Aber man muss immer aufpassen. Nicht, dass man irgendein Signal hier überfährt und nicht bestätigt. Dann bekommt man ganz schnell eine Störung, Zwangsbremsung. Müsste dann demnächst die Überwachungsstrecke angehen.
grün. So, jetzt sind wir schon draußen auf dem Land. So schnell ist man aus München draußen. Sifa. Ja, ja. So, hier, LZB. Es hat gehupt. Überwachung ist an. Das heißt, wir können die AFB auf Maximalanschlag geben. Und über das Kabel hier in der Mitte kommt die Steuerung rein. Drücken wir mal die SIFA. Na, hier ist wenigstens mal ein bisschen was los mit den Autos. Mal ein anderer Zug unterwegs. So, S-Bahn, hallo. Jetzt kommt der nächste Geschwindigkeitsabschnitt. Hier Solaranlage. Man fährt hier übrigens an einigen Solaranlagen vorbei. Und da haben wir uns schon gewundert, ob das nicht einfach so Platzhalter sind und ob da vielleicht nicht ein bisschen viel auf der Strecke dargestellt werden. Aber mit einem Blick dann in Google Maps rein, hat sich herausgestellt, da stehen tatsächlich so viele Anlagen. Also, das ist eigentlich ziemlich gut gemacht. Das finde ich sehr repräsentativ davon, was die Strecke ist, wird auch so dargestellt. Na, die drücken wir mal lieber. Ja, ist schon nett. Kann man gar nichts sagen. Leider dürfen wir nicht viel schneller fahren hier. Wenn man die LZB, PZB und das alles ausschaltet, dann kann man hier natürlich so schnell fahren, wie man will. Und dann auch mal mit 300 fahren. Auch wenn es dann natürlich eine Beschwerde dann am Schluss gibt, dass man zu schnell gefahren ist.
geht es ein bisschen nach oben. 0,4%. Aber wir haben genügend Power. Also mit diesem blauen Balken bei 33% sieht man, wie es aussieht. Haben also genügend Kraftreserven. Hier wieder eine Solaranlage. Wieder ein LZB-Schild. Wir sind mittendrin, mal so ein paar kleine Hänger. Das kann aber auch hier wieder Solar damit zusammenhängen, dass ich jetzt sowohl den Ton mitschneide, als auch natürlich das Bild auch noch mit einem Programm aufnehme. Ah, ja. Fugger Express. Auch wenn er hier nicht so heißt. Nochmal Solar. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass man jetzt doch ein bisschen weiter weggucken kann von den Strecken und da immer noch was sieht. Noch 18 Kilometer. Geht alles noch auf grün. SIFA. Die nächste Geschwindigkeitsänderung ist noch ein gutes Stück entfernt. Noch 14 Kilometer. Jetzt geht hier schon der Balken nach unten mit der nächsten Geschwindigkeitsänderung. Wenn er dann näher dran ist, wird er anfangen, selber zu bremsen. Und jetzt dann auf 150 zu gehen. Jetzt ist er gerade bei 229.
Solar. Jetzt sind es nur noch 10 Kilometer. Und jetzt geht er ins Bremsprofil rein, das G leuchtet. Jetzt wird dann sich der blaue Punkt schiebt sich jetzt weiter nach links. Damit er dann am Ende die 150 erreicht. Wenn der gelbe Balken bei 0 ist. So, jetzt sollte man schon so langsam zusammenpacken. Laptop und so Zeug wegpacken. Sind wir bald da. Jetzt müssen wir aufpassen. Demnächst ist dann die Überwachung auch zu Ende. LZB geht dann aus. Der nächste Halt ist Augsburger Hauptbahnhof, Gleis 5, Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. So, jetzt hoffen wir, dass wir keine Zwangsbremsung bekommen. So, LZB frei. AFB aus. Jetzt müssen wir auf die Geschwindigkeitsschilder aufpassen. So, 60. Das sind die 90. Die tue ich mal aus Sicherheit bestätigen. Der 1000 Hertz Magnet ist angegangen. Ups. Ich habe auch versehen das Licht im Führerstand angemacht.
Und Augsburg Hauptbahnhof. Das habe ich gar nicht auf den Hotelturm hingewiesen. Das Modell ist eigentlich ziemlich gut getroffen hier, auch vom Hauptbahnhof in Umbauphase. Wir sind fast pünktlich. Der 500 Hertz Magnet ist an, vorne ist also rot. So, das war ein bisschen sanfter. Sehr schön. Ja, da ist der Hotelturm. Auch gut getroffen. Da gibt es zwar leichte Abweichungen hier bei den Gebäuden, aber... Sieht schon alles, ist alles erkennbar. Auch hier. Sehr gut gemacht, ne? Man kann halt jetzt nicht bis nach Oberhausen durchgucken, aber das ist schon in Ordnung. Sehr nett. Ja, ich glaube, hier passiert nicht mehr viel. Hier sieht man sogar mal noch ein bisschen von der Stadt. Ja, es müsste halt ein bisschen mehr los sein. So ein paar Züge, die jetzt noch im Bahnhof stehen und die andere Richtung fahren. Aber alles in Ordnung. So, Türen verriegeln. Schließvorgang eingeleitet. Ziel erfüllt. Ja, Parsing waren wir ein bisschen zu spät, aber Hauptbahnhof genau in der Zeit. Sehr schön, 61,87 Kilometer, 31 Minuten 38 haben wir gebraucht. Wir waren eigentlich für Bahnverhältnisse sogar viel zu früh da. Ja, dann sage ich mal, thank you for traveling with Wedge Lone Star Bahn. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.